Heute bei Wissen macht Ä. Beim politischen Aschermittwoch der SPD untersuchen wir, woher kommt der Hype um Martin Schulz? Martin Schulz-Hype, woran liegt es, dass jetzt junge Menschen sich wieder für die SPD interessieren? Also er hat einfach eine Ausstrahlung, die ist ja unglaublich. Guck dir mal den Gabriel an, guck mal sein Gesicht an, das ist ja nicht mehr normal. Aber der Schulz ist jung, sympathisch, einfach eine Ausstrahlung hier, das ist ja unglaublich. Wenn das der Gabriel hört, kriegst du Ärger, das weißt du, ne? Ja, sozusagen, ja, so kann man es sagen. Nur wegen Martin Schulz bin ich heute gekommen. Ja, ich freue mich auch, dass wir das große Zelt haben und dass so viele Leute gekommen werden. Und ja, es ist schön. Ja, ist schön, dass er unser Kanzlerkandidat ist. Herrlich. Sie sind ja richtig glücklich. Leicht verliebt auch? Nein, verliebt nicht. Das wäre jetzt übertrieben. Gott sei Dank, jetzt ist ein Mann da, der so eine Ausstrahlung hat. Gell? Ja, ja. Das ist quasi Jesus, Martin Schulz, oder? Ja, bitte? Quasi Jesus für die SPD, der Martin. Ja, ja, sowieso, ne? Sowieso, na ja. Ich kann wieder gehen! Herr Schulz! Ich kann wieder gehen! Also wird Martin Schulz auch den Vorsitz in Bayern übernehmen? Na, erst macht er mal Bundeskanzler und wenn er dann noch ein höheres und wichtigeres Amt will, dann kann er sich um den SPD-Vorsitz in Bayern bewerben, aber erst kommt mal der Bundeskanzler. Sire, diese Arroganz der Bayern, die euch so beliebt macht, ne? Genau, so ist es. Man hat auch schon mal schlechtere Erfahrungen gemacht damals mit unserem, na schnell, wie hieß er nochmal? SPD-Politiker vergesse ich auch immer direkt. Ja, der früher mal Kandidat war, nicht? Ein ja, Finanzfachmann eigentlich, aber da ging dann vieles schief. Was glauben Sie, woran liegt der Martin Schulz-Hype? Martin Schulz ist authentisch. Der Martin Schulz ist authentisch, dass er authentisch ist. Ich glaube, das ist die Authentizität seiner Persönlichkeit, weil er auch ganz von unten kommt, wenn man sich jetzt ein bisschen mit seiner... Aus der SPD. Aus der SPD. Können Sie mal die 10 Kernthesen von Martin Schulz nennen? Ach, jetzt werden wir allmählich ein bisschen zu... Stark, oder? War das nicht? War wieder eine Scherzfrage, ne? Vermute ich auch, ja. Aber der Fasching ist vorbei. Gibt halt keine Kernthesen, ne? Kannst du mal die 10 Kernthesen von Martin Schulz nennen? Ich kann dir nur eine sagen. Von Anfang. Aber das wird doch nicht ausgestrahlt, oder? Der Teil. Dass soziale Themen wieder stark in den Vordergrund gestellt werden und auch eine mögliche Korrektur. Aber das macht die SPD ja immer vor einer Wahl. Als Steinbrück. Da habe ich sehr ertappt, ne? Steinbrück war das, nicht? Als, ach, der Steinbrück, ja. Da haben wir es nicht so gemacht. Der hat auch sein traditionelles linkes Wahljahr eingeläutet und dann, tja, was ist am Ende geworden? Ja, ja, ja. Da mag ich jetzt auch nichts mehr sagen. Wie haben Sie hier in Bayern überhaupt von dieser SPD erfahren? Ich kenne die SPD schon sehr lange in Bayern. Sie gibt sie. Ist das überhaupt erlaubt hier? Selbstverständlich ist die SPD erlaubt in Bayern. Wissen Sie, man soll doch nicht da jetzt zynisch werden. Ich meine, jeder weiß, dass die SPD in Bayern gibt und sie auch ganz gut. Wissen Sie, Mann? Ja, aber sie haben halt keine Chance, ne? Ja, sie sind schwach, es ist ja nicht mehr so. Wissen Sie, die ganze Welt ist in Bewegung. Einmal ist die Partei besser, einmal ist die besser, einmal ist die SPD schwach. Man ist umdreht und so weiter, so ist es einfach. Es gibt nie eine Welt, die wo immer vor lauter Spitzen ist. Das gibt es nicht, für niemanden, auch im privaten Leben nicht. Haben Sie lauter Spitzen im Leben? Ich habe langsam Angst vor Ihnen, wenn Sie mich so anschreien. Nein, ich schreie Sie nicht, Sie verstehen mich nicht, Entschuldigung. Ich habe heute versucht, eine wissenschaftliche Erklärung für das Phänomen Martin Schulz zu finden. Doch letztendlich muss man sagen, es gibt keine Erklärung. Von daher lässt das Ganze nur einen einzigen Schluss zu. Martin Schulz ist ein Wunder. Das Wunder von Würselen. Und damit zurück ins Studio. Fabian Köster, meine Damen und Herren.